In dem heutigen Video werden wir uns einen Vertrag von der Nürnberger Lebensversicherung angucken. Und zwar geht es um die fondgebundene Rentenversicherung mit dem schönen Namen NFXP 3100. Wenn du also ein solches Angebot vorliegen haben solltest oder vielleicht diesen Vertrag schon seit ein paar Jahren besparst, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall ganz genau bis zum Ende zu unserem Fazit angucken. Mein Name ist David Happe und seit über 11 Jahren bin ich Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlagen. Und als Honorar-Finanzanlagenberater kommen täglich Menschen auf uns zu und bitten uns darum, ihre bestehenden Verträge oder auch vorliegenden Angebote zu bewerten, um letztendlich eine Empfehlung abzugeben, ob es sich lohnt, dort weiter einzuzahlen, die abzuschließen oder gegebenenfalls was daran zu ändern. Und so ist es auch hier in dem Fall, dass wieder jemand auf uns zukam mit eben einem solchen Tarif von der Nürnberger Lebensversicherung. Und das nehmen wir als Anlass, hier mal ein Video drüber zu machen, so wie wir auch schon sehr viele Videos auf YouTube hier mittlerweile zu verschiedensten Verträgen veröffentlicht haben. Wichtig ist, bei diesen Videos gibt es einige grundsätzliche Annahmen, die wir aus Zeitgründen nicht in jedem Video neu erklären wollen, sondern wir haben ein separates Video, als auch einen Blogartikel, was ich dir beides unten in der Beschreibung verlinke, einmal aufgenommen, wo wir letztendlich die generellen Annahmen erklären, wie eine solche Vertragsprüfung aufgebaut ist. Wenn dich das also interessiert, kannst du dir das natürlich gerne angucken. Dann ist es so, dass wir natürlich hier jetzt ein konkretes Beispiel durchgehen. Das heißt, du wirst, wenn du davon betroffen bist und auch einen solchen Vertrag hast oder ein Angebot hast, andere Werte bei dir in deinen Unterlagen finden. Das heißt, dieses Video hier für dich ist im Grunde genommen nur eine Empfehlung bzw. eine Orientierung, an der du dich entlanghangeln kannst, um ein grobes Gefühl für diesen Tarif zu bekommen. Wenn du das Ganze individuell für dich haben willst, mit deinen konkreten Werten, kannst du dich an uns wenden. Auf unserer Homepage www.tappeconsulting.de kannst du dir einen kostenlosen Ersttermin buchen und dann können wir das Ganze ganz individuell auch für dich erstellen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir bei den Vertragsprüfungen, wie wir sie machen, grundsätzlich darauf achten, dass wir das Potenzial an Rendite aus einer Geldanlage versuchen zu ermitteln. Das heißt, wenn du Altersvorsorge erfolgreich hinbekommen möchtest, geht es darum, dass du möglichst dein Geld für dich so einsetzt, dass es für dich arbeitet und Zinsen und Rendite erbringt. Weil das ist letztendlich der Hauptaspekt, den du abdecken solltest, wenn es darum geht, dass du dein Geld von dir gibst, investierst und anlegst, damit es natürlich unterm Strich mehr wird. Das heißt, in dieser Vertragsprüfung als auch in den anderen Vertragsprüfungen achten wir immer darauf, wie hoch eine realistische Kundenrendite am Ende tatsächlich sein kann. Und deswegen gehen wir jetzt gleich mal in unser Musterangebot, was wir hier jetzt eben vorliegen haben, und gehen gemeinsam die Stammdaten durch. Wir haben jetzt hier die Berechnung, wir haben die mal auf einen Max Mustermann umgemünzt, und zwar hier mit dem Geburtsdatum 24.03.1978, also eine Person, die jetzt 43 Jahre alt ist und bis zum 67. Lebensjahr, in dem Fall im November 2045, gerne monatlich 500 Euro in diesen Tarif investieren möchte. Der geplante Beginn ist der 1.11.2021. Etwas weiter unten sehen wir einige Details zum Tarif und haben jetzt hier nochmal einige Stammdaten. Also die gesamte Beitragssumme, also die 500 Euro mal 12 mal Vertragslaufzeit 24 Jahre, sind, hier ist es markiert, 144.000 Euro als Gesamtwert. Das ist also die Summe, die der Max Mustermann hier über die Jahre bereit ist zu investieren. Und das ist natürlich auch der Anlass, warum es wichtig ist, sich idealerweise vor Vertragsabschluss klar zu sein, ob denn dieser Topf das hergibt, was er verspricht, oder ob man vielleicht dann das Ganze doch anders aufbaut. Bei diesem Angebot, was uns hier zugeschickt worden ist, ist es so, dass hier eine Fondsanlage hinterlegt ist. Und zwar vor dem Rentenbeginn, also quasi von heute bis Rentenbeginn, sollen 100% der Beiträge in eine Fondsanlage investiert werden. Welche das ist, gucken wir uns gleich an. Aber es ist so, dass diese Fondsanlage zu 100% in Aktien investiert. Das heißt, es ist ein klassischer Aktienfonds, der hier ausgewählt worden ist. Und immer wenn wir von einer 100%igen Anlage in Aktien ausgehen, müssen wir für die Bewertung Folgendes tun. Wir gucken uns an, was der Aktienmarkt für eine langfristige Rendite über alle Zeiten hinweg oder über die vergangenen 100 Jahre beispielsweise im Durchschnitt an Rendite abgeworfen hat. Natürlich gab es mal Krisen, das heißt, es geht mal nach unten, es gibt auch mal wieder Aufschwünge, dann geht es nach oben. Aber um es sachlich vernünftig zu bewerten, brauchen wir einen Mittelwert. Und die sogenannte Marktrendite im Aktienmarkt liegt bei im Schnitt 9%. Darüber gibt es hunderte, wenn nicht gar tausende Studien, die das belegen. Und deswegen gehen wir von einer durchschnittlichen Rendite von 9% im Schnitt pro Jahr auch für die Zukunft aus. Das ist mal das eine. Und um jetzt die Kundenrendite, wie ich es eben sagte, zu ermitteln, müssen wir von diesen 9% einerseits die Kosten auf der Ebene der Nürnberger, also der Versicherung, abziehen und zum anderen die Kosten auf der Ebene der Fondsanlage.
Das heißt, diese beiden Faktoren müssen wir abziehen und die weiteren negativen Einflussfaktoren, die ich gleich nochmal erklären werde, müssen wir auch abziehen. Und was übrig bleibt, ist dann die sogenannte Kundenrendite. Und die sollte möglichst hoch sein, weil das ist ja das, was das, den Wachstum deines investierten Geldes bedeutet. Und jetzt gehen wir mal Stück für Stück die einzelnen Kostenparameter durch, die wir hier erlesen können. Und dann gehen wir in das finanzmathematische Gutachten, wo wir letztendlich die Zusammenfassung sehen. Zuerst einmal gucken wir uns die Kosten auf der Ebene der Versicherung an. Hierzu müssen wir weit nach hinten springen, und zwar auf die Seite 66. Da ist der Kostenausweis. Und da können wir jetzt erkennen, dass wir hier zum Beispiel in diesem Vertrag erstens Abschluss- und Vertriebskosten haben. Hier sind sie aufgeführt, die betragen 5.040 Euro. Die Abschluss- und Vertriebskosten haben wir in Prozent ermittelt, und zwar in der sogenannten Form der Alpha-Kosten. Es gibt hier einmal Alpha-Kosten 1, Alpha-Kosten 2. Ein Teil der Abschluss- und Vertriebskosten ist der Alpha-Kostensatz 1, und zwar beträgt der 3.600 Euro. Das ist eine einmalige Gebühr, die aus dem Vertragsguthaben über 5 Jahre gestreckt entnommen wird. Also keine separate Rechnung, die du bekommst, sondern es wird aus dem Guthaben entnommen. Das ist der eine Part. Und der zweite Part, wie gesagt, Alpha-Kosten 2, ist ein über die gesamte Laufzeit gestreckter Abschluss- und Vertriebskosten-Part, der hier aus dem Vertrag entnommen wird. Im Schnitt ist das 1%, beziehungsweise es ist 1% von der Bewertungssumme. Die Bewertungssumme hatten wir eben schon mal, diese 144.000 Euro, das kommt noch dazu. Und so ergibt sich dann in Summe 5.040 Euro Abschluss- und Vertriebskosten. Das ist die eine Kostenart. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier haben wir noch zwei weitere. Und zwar sind es hier die sogenannten Beta-Kosten. Die Beta-Kosten sind feste Verwaltungskosten, immer berechnet am monatlichen Beitrag. In dem Fall haben wir hier aufgeführt, dass sie im Jahr, hier steht es, in dem Abschnitt, während der Laufzeit, Beitragszahldauer von 24 Jahren bis zum 01.11.2045 entfallen auf die Jahresprämie 6.000 Euro unmittelbar einkalkulierte Verwaltungskosten von jährlich 279 Euro. So, sprich der Monatsbetrag 500 Euro mal 12 mit 6.000 und darauf jährlich 279 Euro. Das sind in Prozent 4,65% je Beitrag. Also von jedem Hunderter, der hier eingezahlt wird, werden 4,65 Euro, um das mal in Euro auszudrücken, für diese zweite Kostenart berechnet. Und dann gibt es hier noch einen weiteren Kostenpart, und zwar die sogenannten Gamma-Kosten. Ich lese einmal vor, und zwar an der Stelle hier. Während der Laufzeit fallen zusätzlich weitere Verwaltungskosten in Höhe von jährlich 0,2% des jeweils erreichten Vertragsguthabens, Vertragswerts an. Also 2 Euro pro 1.000 Euro. So, das klingt erstmal nicht viel. Was ist dahinter? Es ist so, der monatliche Beitrag, der hier eingezahlt wird, konstant 500 Euro, sorgt natürlich dafür, dass das Vertragsguthaben über die Jahre steigt. Und dieser Kostensatz von 0,2%, der wird halt jährlich auf ein immer größeres Guthaben immer wieder neu berechnet. Das heißt, in Euro wird der natürlich, hat er einen immer größeren Einfluss, weil die Berechnungsgrundlage über die Jahre steigt. Wie viel das genau ist, werden wir gleich im Gutachten sehen. Das sind erstmal die Kosten auf der Ebene der Versicherung, die wir hier aus dem Angebot entnehmen konnten. Was nicht ermittelbar war und dann möglicherweise auch nicht anfällt, sind die sogenannten Stückkosten. Manche Versicherer nehmen feste Stückkosten, beispielsweise 36 Euro im Jahr. Die haben wir hier nicht entnehmen können. Dementsprechend haben wir sie natürlich auch nicht berücksichtigt. Jetzt geht es weiter, und zwar in die Kosten der Fondsanlage. Also gehen wir hier auf das nächste Dokument und haben uns hier von dem ausgewählten Fonds, Global Equity Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen besorgt. Die wesentlichen Anlegerinformationen gibt es zu jedem Fonds, sie sind gesetzlich vorgeschrieben und daraus ist ersichtlich, einerseits wo und wie der Fonds investiert, aber wir wollen uns jetzt konkret darauf beschränken, dass wir herausfinden, wie hoch die laufenden Kosten sind, weil sich daran die Rendite dann auch orientiert und die betragen hier laufende Kosten pro Jahr 1,98%. So, natürlich bietet die Nürnberger verschiedene Fonds an, keine Frage. In dem Fall orientieren wir uns daran, was uns vorgelegt worden ist zur Prüfung und gehen halt eben auf diesen Fonds ein. Hier rechts am Rand stehen wichtige Hinweise. Und zwar haben wir hier auf der rechten Seite da den Hinweis, die Angaben zu den laufenden Kosten basieren auf den letzten 12 Monaten. Die Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken bzw. sich verändern.
Diese laufenden Kosten, diese 1,98% pro Jahr, sind nicht fix für alle Zeiten, sondern die Kapitalanlagegesellschaft, die den Fonds auferlegt hat oder auferlegt, hat die Möglichkeit, selbst die Kosten zu verändern. Und dazu bedarf es keine Zustimmung des Kunden, sondern letztendlich muss der Kunde aus Eigeninitiative nach dem Ablauf eines Geschäftsjahres selbst recherchieren und sich die Daten besorgen, wie hoch die Kosten im vergangenen Jahr waren. Das heißt, das ist eine gewisse Unsicherheit, ob diese Kosten auf dem Niveau bleiben oder sich vielleicht in den nächsten Jahren erhöhen oder vielleicht aber auch reduzieren. Wir sind in unserer Berechnung davon ausgegangen, dass sie konstant über die Zeit auf dem Niveau bleiben. Dann ist hier aufgeführt, nicht enthalten, also in den laufenden Fondskosten nicht enthalten, sind die Transaktionskosten. Die müssen wir zusätzlich noch erfassen. Und die Transaktionskosten, die sind natürlich unterschiedlich. Das hängt immer davon ab, wie viele Transaktionen dieser Fonds denn hat. Das heißt, wie oft er Geld umschichtet, kauft und verkauft. Das kann in einigen Jahren sehr viel sein, in einigen etwas weniger. Es gibt diverse Studien darüber, wie hoch die Transaktionskosten bei verschiedenen Fonds sind. In dem Fall ist es so, dass wir hier einen durchschnittlichen Transaktionskostensatz im Schnitt von 1% pro Jahr ansetzen. Das ist nach den wissenschaftlichen Quellen eher gering angesetzt. Das ist der Mittelwert, den wir ansetzen für die Jahre, den wir bei der Berechnung der Rendite 9% und dann die ganzen Abzüge mit berücksichtigen müssen. Das ist der eine Part. Dann gibt es allerdings noch den sogenannten Renditeverlust durch die gewählte Anlagestrategie. Wir haben hier einen aktiven Fonds, der darauf basiert, dass er regelmäßig Prognosen aufstellt, das Geld, ja, was er verwaltet, von A nach B schichtet und wieder zurück und nach C. Und dieser aktive Ansatz sorgt, und da gibt es wiederum hunderte Studien darüber, dazu, dass gelegentlich mal Renditen, die am Markt entstehen, nicht mitgenommen werden, also nicht abgeholt werden. Und das sorgt halt dafür, dass es in einigen Jahren dazu führt, dass der Fonds eine deutlich bessere Rendite hat als der Markt, aber manchmal auch deutlich schlechter. Und im Mittelwert ist es so, dass diese Kategorie des aktiven Fonds, der hier gewählt ist, mindestens mal 0,5% im Jahr an Renditeverlust durch diese Anlagestrategie hinnehmen muss. 0,5 ist sehr gering angesetzt, das nehmen wir hier an für die nächsten Vertragsjahre. Und deshalb müssen wir noch 0,5 Renditeverlust durch das aktive Management mit berücksichtigen. So, und der letzte Faktor, den wir noch berücksichtigen müssen, ist die sogenannte Cashlock-Falle. Der Fonds hat ein gewisses Vermögen, was er verwaltet und investiert. Und einen kleinen Teil hält er aber immer Cash auf der Seite. Das heißt, das hat er nicht investiert, das ist so eine Art Liquiditätsrücklage. Und wenn du also in diesen Fonds investierst, wird immer ein kleiner Teil deines Geldes nicht investiert sein, keine Rendite bringen, weil es eben Cash in der Reserve liegt. Und das müssen wir im Umkehrschluss wieder berücksichtigen, weil das ja auf dein gesamt investiertes Geld eine gewisse Minderung der Renditeerwartung darstellt. Konkret ist es so, dass wir hier über mehrere Jahre uns die Fondsinformationen angeguckt haben und im Mittelwert darauf kamen, dass wir hier in diesem Fonds 1,78% des gesamten Vermögens in der Liquidität auf der Seite haben. Also der Fonds hat das, nicht wir. Und das bedeutet im Umkehrschluss bei der Annahme einer Marktrendite von 9%, dass wir hier im Schnitt pro Jahr 0,15% sogenannte Cashlock-Falle, Renditeminderung mit berücksichtigen müssen. Das heißt, rechnen wir die drei Werte zusammen, kommen wir auf 1,65% pro Jahr, die wir neben den laufenden Fondskosten noch mit erfassen müssen als weitere renditemindernde Faktoren. Wenn dir das jetzt mit diesen Faktoren hier zu schnell ging und du das aber genauer wissen möchtest, dann verweise ich nochmal unten in die Beschreibung unter dem Video. Da findest du das allgemeine Video oder halt auch die Form als Blogartikel, wo diese Faktoren nochmal besser und genauer beschrieben werden. Wir gehen jetzt in das Ergebnis, in das finanzmathematische Gutachten, um zu sehen, was denn diese einzelnen Kostenparameter tatsächlich jetzt für eine Auswirkung haben von Marktrendite bis Kundenrendite und was am Ende aus diesem Tarif zu erwarten ist. Wir haben jetzt hier das finanzmathematische Gutachten und auf der Seite 2 können wir sehen, wir haben hier alle Parameter, die wir jetzt eben erarbeitet haben, mit angegeben. Also den Monatsbeitrag von 500 Euro, dann die Vertrags- und Beitragszahldauer von 24 Jahren, dann das Eintrittsalter 43 und hier sehen wir, dass wir eine Fondsanlage mit 100% Aktienanteil zugrunde gelegt haben mit 6 und 3 Renditeerwartungen, sprich 9% Marktrendite. Hier sehen wir jetzt, dass wir alle kostenrelevanten Parameter eingegeben haben. Das heißt, alle Kostenparameter
angefangen von den 1,98%, die wir hier auch für die Zukunft ohne Schwankung angenommen haben für die Fondskosten. Dann die weiteren renditemindernden Faktoren, die ich gerade eben erklärt habe, machen zusammen 1,65% aus. Dann haben wir hier die Gammakosten des Versicherers 0,2, die Abschluss- und Vertriebskosten 2,5% der Bewertungssumme, die verteilt werden auf 60 Monate. Bei einer Laufzeit von 24 Jahren wurde das berechnet. Dann haben wir noch die Beta-Kosten 4,65 und die Alpha-Kosten Nummer 2. Die müssen wir hier auch erfassen und die über die ganze Laufzeit von 24 Jahren. So, und jetzt im Ergebnis können wir die Zahlen mal wirklich in Euro sehen. Wir haben hier die Ergebnisübersicht und sehen hier, dass das insgesamt eingesetzte Geld über die entsprechende Laufzeit 144.000 Euro beträgt. Die Zahl hatten wir schon ein paar Mal. Das ist der Gesamtbetrag. An der Stelle der Hinweis, je nachdem, was du für einen Beitrag hast, rechne dir mal aus, was du monatlich, jährlich und über die ganzen Jahre einzahlst und führe dir vor Augen bei einer so großen Summe, dass es Sinn macht, hier vielleicht mal eine zweite Meinung sich zu holen, ob man das Geld wirklich auch in einen richtigen Topf packt, in einen sinnvollen Topf. Und das ist ja auch das, warum die Menschen immer wieder auf uns zukommen. Im Ergebnis kommt unser Max Mustermann hier auf einen Betrag von knapp 230.000 Euro mit Berücksichtigung all der Parameter und Faktoren, die wir jetzt hier eben ermittelt haben. Und daraus ergeben sich zwei Optionen. Entweder er lässt sich das Geld mit einem Schlag auszahlen, mit den steuerlichen Annahmen, die wir hier getroffen haben, kommt er dann auf knappe 220.000 Euro netto. Oder er lässt sich das Ganze über eine monatliche Rente auszahlen, in dem Fall hier mit dem garantierten Rentenfaktor von der Nürnberger, den wir aus den Unterlagen erlesen haben, aus dem Angebot, kommt er auf eine Rente von 565,17 €. Eine monatliche lebenslange Rente. So, wir werden jetzt mal beide Varianten durchspielen, um mal zu gucken, was kommt denn wo raus? Was ist dabei zu beachten? Also, zuerst einmal die Einmalsumme. Bei der Einmalsumme von knapp 220.000 Euro ist zu berücksichtigen, dass in 24 Jahren aufgrund der Inflation der Wert dieser 220.000 Euro sich natürlich deutlich reduziert hat. Das heißt, die Kaufkraft ist längst nicht mehr so hoch und das müssen wir berücksichtigen. Und das führt dazu, dass aus den 220.000 in 24 Jahren mit einer angenommenen Inflation von 2% pro Jahr nur noch 136.000 Euro werden. Das heißt, die Kaufkraft hat sich deutlich reduziert. Und das ins Verhältnis zu den 144.000 Euro, die über die Zeit eingezahlt worden sind, sieht natürlich gar nicht mehr so rosig aus. Das heißt, an der Stelle können wir nicht unbedingt davon reden, dass sich das Geld vermehrt hat und dass hier jemand sinnvoll sein Geld angelegt hat, um am Ende mehr rauszukriegen. Weil die Inflation, was zwar keine Schuld der Nürnberger ist oder des Fonds, müssen wir in jeder Geldanlage berücksichtigen. Sieht man hier ziemlich deutlich, wie gravierend das sein kann. Wenn du jetzt sagst, naja gut, wie sieht es denn aus bei der Rente? Dann ist vielleicht die Rente besser. Gucken wir uns die Rente mal an. Wir haben jetzt mal errechnet, wie lange müsste man denn diese Bruttorente beziehen pro Monat, damit man genauso viel rausbekommen hat, brutto, wie diese Zahl hier, diese Brutto-Einmalzahlung. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, kommen wir im Ergebnis auf 33 Jahre. Das heißt, du müsstest 33 Jahre lang diese Rente beziehen, damit du genauso viel rausbekommen hast wie mit der Einmalzahlung. Und wenn man natürlich mit 67 in Rente geht, 33 Jahre drauf, ist leicht zu rechnen, muss man mindestens 100 Jahre werden, um mit dieser Rentenvariante genauso gut bzw. älter werden, um besser zu fahren. Also beides nicht wirklich befriedigend. Und woran liegt das jetzt? Das liegt in erster Linie diesem Block hier. Diese Blackbox in Bezug auf die Kosten wird von den meisten Beratern verschwiegen, nicht erklärt und teilweise wissen sie es auch nicht. Wir machen das hier sichtbar und hier können wir zum Beispiel sehen, dass die Kosten rein auf der Ebene der Versicherung über die 24 Jahre Vertragslaufzeit über 16.000 Euro ausmachen. Das ist der eine Aspekt und das andere sind natürlich hier die Kosten der Kapitalanlage, sprich der Fondskosten, aber der weiteren Faktoren, hier nochmal extra der Hinweis, die in Summe auch über 83.000 Euro ausmachen. Also beides zusammen ganz knapp 100.000 Euro Belastung, die hier in diesem Vertrag drin hängt. Und wir wissen jetzt halt eben aus unserer Erfahrung und von den tausenden Prüfungen, die wir schon gemacht haben, welche Hebel man drehen kann und wie man es schafft, diese innenliegenden Kostenparameter zu reduzieren und ein paar 10.000 Euro einzusparen auf die Jahre. Und wenn wir die einsparen, führt das im Umkehrschluss automatisch dazu, dass diese Summen hier, die Ablaufsummen,
sich um mindestens mal diese paar 10.000 Euro erhöhen. So, plus darauf die Verzinsung noch, weil das Geld ja dann weiter arbeitet, wenn es als Kostensatz nicht rausgezogen wird, führt halt dazu, dass man mit gleichem eingesetzten Geld zum Ende hin eine deutlich höhere Summe rauskriegt, sowohl das Einmalige als auch das Monatliche. Und das ist letztendlich das, was ich dir auch ans Herz lege. Das heißt, wenn du einen solchen Vertrag hast, wo du einige Jahre schon einzahlst oder ein Angebot vorliegen hast, lass das prüfen. Lass dir eine unabhängige dritte Meinung geben, natürlich gerne bei uns. Besuche dazu unsere Homepage www.tappeconsulting.de, informiere dich über uns und dann buch einen kostenlosen Ersttermin, in dem wir über deinen Nürnberger Vertrag sprechen und gucken, an welchen Stellen wir das Ganze bei dir optimieren können und wie überhaupt bei dir die Zusammensetzung deines Vertrages aussieht. Und am Ende wollen wir dir dann zeigen, wenn es Möglichkeiten gibt, dass du mit gleichem Geldeinsatz eine deutlich höhere Summe rauskriegst, wie du das genau machst. Also, komm auf uns zu, ich freue mich auf dich, dein David Tappe.